Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes sprechen wir über einen Bericht, der grundsätzlich davon ausgeht, dass der Bitcoin ein neues Allzeithoch im Jahr 2019, vielleicht sogar im Jahr 2020 erreichen kann. Außerdem gucken wir uns an, ob der Bitcoin diese Woche noch die 13.000 Dollar erreichen kann. Und zu guter Letzt blicken wir noch auf einen EZB-Bericht, der darüber spricht, dass der Bitcoin grundsätzlich die Finanzstabilität gefährden könnte. Wie schon angekündigt, gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es nun mal um das Thema All-Time-High. Wird der Bitcoin es vielleicht sogar im Jahr 2019 schaffen oder doch erst 2020? Das ist hier die Frage. Beides sind sehr, sehr nahe Daten, wenn man sich das genau überlegt. Und dabei muss ich schon diese Aussagen grundsätzlich erstmal kritisch sehen, denn ja, der Zeitraum ist einfach viel zu kurz. Aber klar, 2020 bietet natürlich weitere 12 Monate an Potenzial. Und was am Ende des Tages passiert, das wird dann erst die Zeit zeigen. Dennoch haben wir hier Travis Kling, der also von Ikigai Asset Management Gründer und CIO ist. Und der bringt ja monatlich ein grundsätzliches Update zum Thema Krypto und traditionelle Märkte raus und hat da natürlich doch die ein oder andere Reichweite, ganz klar. Das Interessante dabei ist, dass er versucht, hier diese Prognosen, diese Aussagen, seine Sichtweisen hier darzustellen mit entsprechenden detaillierten Informationen, die also auch begründet und so weiter. Und da er sowieso grundsätzlich die Ansicht hat, dass Bitcoin bzw. Kryptowährungen die Welt grundlegend verändern werden und vor allem sehr, sehr viel Wert schaffen werden, ist das natürlich genau die richtige Person, um solch eine Prognose aufzustellen. Wie schon gesagt, er hat jeden Monat ein entsprechendes Update, was er veröffentlicht mit seinem Unternehmen. Und er sagte grundsätzlich Folgendes: In unserem monatlichen Update-Schreiben vom 1. Juni sagten wir, letzten Monat haben wir erklärt, dass neue Allzeithöchststände für 2020 in Reichweite sind. Wir glauben jetzt, dass sich das als zu konservativ erwiesen haben könnte. Und es besteht eine sinnvolle Chance, dass neue All-Time-High 2019 und wahrscheinlich 2020 möglich sind. Außerdem bezog er sich da auf folgende unterstützende Schlussfolgerung. Er bezog sich auf das Thema Berichterstattungen in den Mainstream-Medien, denn das ist eindeutig gestiegen. Wir haben ganz klar dieses Szenario schon häufiger erlebt. Wenn der Preis nach oben geht, gibt es unglaublich viele Magazine, Zeitschriften, Verlage, wir haben Zeitungen und so weiter, natürlich auch die ganzen ja, Online-Medien, die sich also mit dem ganzen Thema beschäftigen und wir merken jedes Mal, wie gesagt, wenn der Preis nach oben geht, dass das ganze Thema wirklich abgegrast wird von allen möglichen und damit erreicht man natürlich auch viele. Dann haben wir die ganzen No-Coiner, die also dazu stoßen oder die sich grundsätzlich erstmal für Kryptowährungen interessieren und vielleicht sogar die Entscheidung treffen, ihr eigenes Portfolio zu erweitern, weiter zu diversifizieren, all diese Möglichkeiten halt einfach nutzen, um hier einen Fuß in der Tür zu haben. Und man sieht natürlich auch, dass das Volumen der Exchanges nach oben gegangen ist, förmlich explodiert ist. Und das sind natürlich erstmal ganz sehr, sehr gute sogar ja, Dinge, die hier passieren, denn letztendlich mehr Reichweite, mehr Personen, die Interesse haben, damit also auch im Endeffekt mehr liquide Mittel in dem Moment, wo die Menschen investieren. Dann bezog er sich so ein bisschen auf das Thema Libra. Hier geht es also um Facebook. Facebook hat ja einen Stablecoin initiieren wollen, hat aber relativ große Probleme aktuell mit den Behörden, mit den Regularien und so weiter. Das ist also nicht ganz so einfach, aber grundsätzlich haben sie die Möglichkeit, sehr, sehr viele Menschen zu erreichen und da das kein direkter Konkurrent zum Bitcoin zum Beispiel ist, aber es grundsätzlich die Möglichkeit bietet, dass sich die Menschen mit dem Thema Kryptowährungen auseinandersetzen, bietet das also quasi Plattformen für knapp 2,4 Milliarden Menschen, die also über verschiedene Plattformen erreicht werden können, die also potenziell sich mit dem Thema auseinandersetzen können und solche ja, Dinge sind natürlich extrem wichtig, um diese Begriffe weiter in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu drücken und klar, es birgt natürlich auch die eine oder andere Gefahr, das muss man hier auch ganz klar sagen, wenn diese ganzen unerfahrenen Personen, die sich vielleicht noch nie mit Investitionen oder ähnlichem auseinandergesetzt haben, anfangen in den Markt zu investieren, dann ist das sicherlich für alle, die schon länger am Markt sind, die schon langfristiger investiert haben und die sich auch grundsätzlich mit der Thematik auskennen, ein gefundenes Fressen, aber die Stimmung, die kann natürlich dann schnell kippen, das haben wir 2017 schon gesehen.
sehen und das kann sich natürlich auch wiederholen. Und all diese Dinge, ja, sind halt erstmal grundsätzlich das, was er halt für einen möglichen Anstieg bis zum All-Time-High sieht. Er glaubt auch, dass erstmal grundsätzlich der Bitcoin-Preis nochmal fallen wird, bis es tatsächlich zu einem neuen All-Time-High kommt. Das ist so das, was wir von vielen verschiedenen Analysten, Experten und so weiter hören. Interessant ist auch, dass er sich hierbei auf die ganzen Long-Positions von BitMEX hier bezieht, die knapp 260 Millionen Dollar aus seiner Sicht ausmachen, was also bedeutet, dass in dem Moment, wo es natürlich einen Dip gibt, eine entsprechende Liquidation gibt. Also das heißt, die ganzen Positionen müssen dann aufgegeben werden. Das bedeutet, man verliert eine Menge Geld und der Preis dippt dadurch natürlich automatisch nochmal ein bisschen schneller. Und die Frage ist natürlich dann, was und welche Entwicklung wir dann im nächsten Schritt sehen werden. Und das passt eigentlich ganz gut auch hier zu dem Thema, ob der Bitcoin in dieser Woche noch die 13.000 Dollar erreichen wird. Max Kaiser hat ja schon verschiedene Prognosen in den letzten Tagen herausgehauen. 12.000, 13.000, 15.000. Wir haben alle mitbekommen, dass der Bitcoin immer so zwischen 11.700 und teilweise über 12.000 Dollar hin und her schwankt. Solche Bewegungen, die sind ja relativ normal für den Bitcoin. Und grundsätzlich ist natürlich zu sagen, dass es hier keine hundertprozentige Prognose gibt. Ja, es gibt natürlich vor allem die Hoffnung, dass bestimmte Dinge passieren. Die ein oder anderen gehen davon aus, wie zum Beispiel die Analysten von CoinGabe, dass der Bitcoin in dem Moment, wo er über die 12.000 kommt, dass er dann auch die, ja, 13.000 grundsätzlich schaffen könnte. Aber am Ende des Tages weiß es natürlich wieder niemand. Es kann durchaus sein, dass der Bitcoin auch in den nächsten Tagen eher seitwärts sich bewegt und ab und zu einfach mal nach oben oder nach unten ausschlägt. Aber wie schon gesagt, es gibt einfach keine wirklichen Prognosen, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Ich glaube, langfristig betrachtet ist einfach der Markt am sinnvollsten zu betrachten und bietet dadurch auch die meisten Chancen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr für eine Strategie fahrt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wir gucken uns das letzte Thema an und hierbei geht es um einen EZB-Bericht. Wir haben ja schon häufiger von den Großen mitbekommen, dass die meisten darüber sprechen, dass der Bitcoin oder allgemein Kryptowährungen keine Gefahr für die Finanzstabilität darstellen. Die EZB hat nun aber einen entsprechenden Bericht rausgebracht, in dem es doch darum geht, dass Kryptowährungen grundsätzlich echte Probleme schaffen können. Denn erstmal muss man ganz klar sagen, niemand weiß wirklich, welche Unternehmen wie viel in irgendwas investiert haben. Man weiß also nicht, wie viele Fonds gibt es, wie viele Firmen gibt es, wie viele Banken gibt es, die also bereits in Kryptowährungen investiert haben. Die Zahlen müssen sie aktuell nicht wirklich offenlegen und das birgt natürlich die Gefahr, dass in dem Moment, wo also entsprechend ein Dip stattfinden würde, die entsprechenden Mittel, die man also investiert hat, verloren werden. Und solche Dinge haben wir ja schon 2007 bzw. 2008 miterlebt, als wir das Thema mit der Finanzkrise hatten. Die Immobilienblase ist geplatzt. Man hat relativ schlechte oder sehr, sehr schlechte Pakete an den Mann gebracht, hat überschuldete Personen mit weiteren Schulden überhäuft und so weiter. Am Ende des Tages ein riesiger Fauxpas, der hier passiert ist. Sehr, sehr viele Menschen haben sehr viel Geld verloren und das möchte man natürlich auch von Seiten der EZB und auch von anderen Banken hier oder beziehungsweise weniger von Banken, aber von den Aufsichtsbehörden und so weiter hier einschränken. Und die Frage ist natürlich, wie man das ganze Thema hier wirklich eindämmen kann. Da ist natürlich die Idee, dass man solche, ja, Datenlücken, die man also hat, schließt zukünftig. Aber die Frage ist natürlich, wie das überhaupt machbar sein soll. Aus meiner Sicht ist das unmöglich, weil man einfach niemals offenlegen kann, wer wer ist. Man könnte zwar die, ja, Banken und so weiter in die Pflicht nehmen, aber am Ende des Tages ist es die Frage, wie viele Daten man wirklich preisgibt. Man muss sicherlich bis zu einem gewissen Grad die Gesetze und so weiter befolgen, aber die Banken werden sicherlich den ein oder anderen Weg finden, hier Grauzonen für sich zu nutzen. Da sind keine dummen Menschen dahinter, die mit unglaublich viel Kapital einfach handhaben oder grundsätzlich hantieren können. Und da muss man sich schon darüber Gedanken machen, was man hier machen kann. Aus meiner Sicht, wie gesagt, gibt es keine Möglichkeiten, wirklich alles on und vor allem off-chain hier aufzuschlüsseln. Das ist quasi unmöglich. Und ich glaube, die laufen hier gegen Windmühlen sicherlich.
ja, wenn man auch eine Möglichkeit finden würde, dann würde einfach ja, der Puls der Zeit einfach voranschreiten. Und die Frage ist, wie viele Möglichkeiten eine EZB zum Beispiel hätte, tatsächlich mit dem Puls der Zeit zu gehen. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit auch absolut gering. Und deswegen, ja, wird es auch zukünftig, glaube ich, weniger oder nicht unbedingt mehr Daten geben, auf die sie zugreifen können. Sicherlich wird es die ein oder andere Bilanz geben, sicherlich auch die ein oder andere Aussage von Banken, aber am Ende des Tages ist das nun mal ein Mysterium und man weiß nicht wirklich, was da passiert. Und vor allem birgt es halt tatsächlich auch für den Anleger die ein oder andere, ja, das eine oder andere Risiko, dass vielleicht Banken sich zu sehr verspekuliert haben, wie aus der Vergangenheit schon gesehen, und dass man dadurch einfach sehr viel Kapital verliert. Man muss einfach gucken, was passiert. Vielleicht sollte man sich also doch wieder nicht auf Banken verlassen, sondern vielmehr den eigenen Weg beschreiten. Aber da muss jeder natürlich seinen eigenen und gefühlt den besten Weg finden. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Thank you.